proben wir nochmal. Und jetzt ein bisschen lauter. Das Applausometer ist da, die 2,5 müssen wir mindestens auch damit erreichen. 3, 2, 1. Das lassen wir jetzt erstmal gelten. Dankeschön. Ich habe, wenn ich hier stehe, keine Möglichkeit zu erfahren, dass hinter mir eine Melone ist. Jetzt drehe ich mich um, sehe die Melone, aber jetzt kann ich sie sehen, messen, wahrnehmen, jetzt existiert sie. Also ich habe durch das Umdrehen eine Melone erschaffen. Wenn wir genau wüssten, was wir tun, würden wir es nicht Forschung nennen. Danke. Eigentlich keinen Grund, keinen besonderen Grund, Katzen hier zum Erklären als Hilfsmittel zu nehmen. Man könnte auch jedes beliebige andere komplexe System nehmen. Katzen haben allerdings einen Vorteil, sie sind niedlich. Dann kommen Sachen heraus, wie zum Beispiel eine typische Katze, eine traurige Katze, eine schnelle Katze, eine dreiköpfige Katze, eine faule Katze, eine achtbeinige Katze. Eine heiße Katze, immer schön die Chip-Analogie im Hinterkopf haben, das sind alles Schaltungen. Eine dicke Katze oder auch Schrödingers Katze. Allgemein wird uns allerdings nachgesagt, dass wir einen außerordentlich schlechten Geschmack in unserer Kleidung hätten. Ich möchte dagegen halten, wir sind die Begründer der Hipster-Bewegung. Punkt Nummer 1. 2. Ja, wir sind Leidenschaft. Ich möchte sogar sagen, wir sind empathisch. Ob es Tod und es Posen müssen nicht mit körperlichem Leid verknüpft sein. Sie können auch nur vorgetäuscht werden. Und sie können gar den Ausdruck höchster Lebensfreude widerspiegeln, wie dieser junge Mann beim Gitarrenspiel. Und ich freue mich ganz besonders, dass er meine Mama heute Abend ist. Das ist nämlich sie beim Herbert-Rob-Konzert 1956. Rock'n'Roll! Danke, dass ich hier auftreten darf. Ich muss vorab erstmal sagen, ich mache das hier zum ersten Mal bei so einem Science Slam, deswegen möchte ich vorab... Klar, das ist ein Applaus wert, danke. Was mache ich dann damit? Ich werde dann gleich, wenn Sie fertig sind, diesen Kurzfragebogen, diesen Persönlichkeitstest auswerten, die Skalen zusammenzählen, einen Zoom-Score nennt sich das. Also ich werde einfach die Items... Aber schon fertig, das ging schnell. Wunderbar. Achso, eine Bitte noch, wenn ihr, das geht jetzt tatsächlich an euch fünf, euren Namen und euer Geburtsjahr noch mit drauf packt. Dankeschön. Nehmen wir jetzt mal an, dass wir uns einen Turm bauen wollen, der einen Nutzen hat. Und zwar den Nutzen, dass er bis ins All reicht. Wie würde das denn schematisch aussehen? Es ist relativ einfach. Wir haben ganz oben einen Ankerpunkt. Das könnte jetzt ein Asteroid sein oder halt auch eine menschengemachte Station. Dazwischen haben wir ein Seil. Und dann haben wir hier unsere kleine Aufzugsgondel, die da hochfährt. Und hier unten haben wir eine Basisstation. Also, soweit so einfach. Das sollte ja kein Problem sein. Wir Menschen sind relativ cool, wenn es um intuitive Wissenschaft geht. Wir machen so viel intuitiven Kram, ohne dass wir drüber nachdenken. Stellen wir vor, wir haben Pizza geschnitten und wollen uns ein Stück Pizza nehmen. Dann heben wir das hoch und merken, da ist ein blöder Käsefaden dran. Was macht man? Den hier. Der Käsefaden hat auf einmal eine längere Länge und reißt einfach unter seinem Eigengewicht. Also Käse geht auch nicht. Das ist die nächste Idee gewesen. Das wird eine knappe Angelegenheit heute Abend. Kandidat Nummer 4. Chris Döring. Der zerstreute Professor, würde ich meinen, mit dem Vorereffekt, der zeigt, was wirklich hinter Uri Geller und Co. hintersteckt. Dein Applaus, Chris! Demzufolge 2:1 die Entscheidungen bei der Jury. Wir geben den ersten Platz an Kai Riegler! Dein Applaus, Kai! Du bist der Sieger des ersten Science Slams hier in den Technischen Sammlungen in Dresden. Herzlichen Glückwunsch!